Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outer Wilds. Heute geht es weiter. Wir werden uns heute mit irgendwas beschäftigen, wo ich nicht genau weiß, was es denn ist. Wir haben ein paar Auswahlmöglichkeiten. Zum einen können wir hier im südlichen Observatorium vom Bröckligen Krater uns anschauen. Wir könnten auf Schwarzdorn, aber ich möchte mir das ehrlich gesagt noch ein bisschen aufsparen. Schwarzdorn. Hier, wir können zum Projekt Zwillingsasche. Wir können versuchen, den Quantenmond zu uns anzuschauen. Und was wir natürlich auch noch versuchen können, und dafür, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so notwendig, dass ich dafür fliege. Aber ich bin gerade ein bisschen faul. Und ich möchte einfach... Oh! Okay. Bruchlandung. Ja, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Nämlich, ich wollte ja hier schauen. Genau, das hier. Ah ja, wisst ihr was? Wir können das eigentlich auch nochmal neu lesen, was wir jetzt hier schon haben. Vielleicht ist das ja neuer Kontext von dem, was wir schon wissen. Wir sind fast fertig. Felix und ich haben die Konstruktion abgeschlossen und sie sagt, dass das Kalibrieren des Geräts nicht lange dauern wird. Glücklicherweise wird die fehlende Atmosphäre des Abraumfelsens die Kalibrierung vereinfachen. Ich freue mich, nach all der Zeit unserer Suche endlich unsere Suche wieder aufnehmen zu können. Das heißt, die reden von dem Gerät auf dem Abraumfelsen. Okay. Und? Ach, scheiße. Das ist ja gar keins von den... Ich dachte nämlich, das ist eins von diesen Dingern, was man mitnehmen kann, und wir können das irgendwo reinpluggen und uns wird dann quasi hier noch mehr Schrift zuteil, was uns hier aber fehlt. Aber dem ist nicht so. Tja. So viel dazu. Na gut. Tja, was machen wir dann? Also ich glaube, wir haben hier auf Holzkamin echt schon, ich glaube, fast wirklich alles erkundet. Wir waren dort, wo der abgestürzt ist, haben dort gemacht. Wir waren in dem Krater, waren da sogar in dem Fluss. Wir waren bei den Geysiren. Wir waren auf dem Abraumfelsen, glaube ich, auch überall. Oder zumindest überall, wo es Interesse gibt. Wir könnten natürlich, wie gesagt, auf dem Bröckligen Krater hier auf dem Südpol. Das wäre natürlich relativ sinnvoll. Kraterlaterne schaut auch krass aus. Da wäre es auch natürlich schön, mal hinzugehen. Wir können aber natürlich auch Projekt Zwillingsasche uns anschauen. Hier Zwillingsasche, genau. Und den anderen vielleicht auch. Sind die eigentlich verbunden? Wir sind echt verbunden. Das ist cool. Oder wir könnten uns natürlich auch anschauen, was das für ein kleines Satellitenteil hier ist. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so doof, das uns versuchen anzuschauen. Und was wir auch nochmal machen können, dass, wenn wir uns hier den Satelliten tatsächlich um die Sonne anschauen wollen, wäre das eigentlich gar nicht so dumm, weil wir brauchen dafür eben mehr Zeit wahrscheinlich. Nämlich, wäre natürlich sinnvoll, die Sonne hier auch anzuvisieren. Nämlich, ach so, die ist da oben. nicht in den Planeten reinkrachen. Das wäre uncool. Also eine Sache, bevor wir das machen, würde ich doch nochmal eine Sache ganz kurz versuchen wollen. Nämlich, Signaloskop. Quantenfluktuation. Ja, da haben wir nämlich einige Signale. Und einer davon könnte der Quantenmond sein. Da ist der Quantenmond! Der
Quantenmond ist direkt in unserer Umgebung. Der Quantenmond war gerade urnah an uns dran. Das habt ihr auch gesehen, oder? Jetzt ist er, glaube ich, schon wieder weiter weg. Alter, in 14.000 Metern. Aber hier den Sachen nachzugehen, wäre natürlich echt krass. Oh, Museumssplitter, das ist der im Observatorium. Und wo ist der andere? Heinsplitter. Genau. Interesting. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so spannend, aber ich möchte mal wissen, was passiert, wenn wir in die Sonne reinfliegen. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass wir einfach verrecken. War nicht Schwarzdorn. Bin mir relativ sicher, dass wir einfach sterben. Aber hey. Hey, da ist der Satellit. Hallo. Oh, kann ich auf dem landen? Holy fuck. Ha. Wir verfolgen den jetzt vielleicht einfach mal. Okay, ich glaube, unser Manöver dafür ist gescheitert. Okay. Wahrscheinlich wird der eh gleich von der Sonne gefressen, weil wir jetzt schon wieder hier 10 Minuten fast rumtun. Aber nichtsdestoweniger, was passiert, wenn wir hier in die Sonne reinfliegen? Okay, so ziemlich genau das, was ich mir gedacht habe. Wir sterben. Und zwar, wir sterben auf so ziemlich genau dieselbe Art und Weise, wie wenn wir hier einfach von der Supernova erfasst werden. Nämlich wahrscheinlich schnell und schmerzhaft, aber hey. So da. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt versuchen, tatsächlich einen vernünftigen Landeanflug, beziehungsweise einen vernünftigen... Hey, wir können das so machen wie in hier Kerbal Space Program, wie es uns Kerbal Space Program gelehrt hat. Wir werden einfach unsere Umlaufbahn mit derer synchronisieren. Und dann... Also wir werden quasi auf eine Umlaufbahn um die Sonne gehen. Und dann werden wir ganz einfach langsam uns der Umlaufbahn von dem nähern. Das heißt, ich muss quasi jetzt das machen... Ja, schon wieder der Quantenmond. Idee, wir werden zu dem Quantenmond schon noch kommen. What the fuck ist das? Achso, der Abraumfels. Hey, brennt's da? Moment. Brennt's auf dem Abraum? Wa! Wa! Achso, wow. Ich dachte gerade schon, what the fuck? Aber ernsthaft, brennt's da auf dem Abraumfelsen? Achso, nein, das ist sein Feuer. Das ist das Feuer von dem... Ah, nee. So, da. Wie konnte man nochmal... So. So konnte man... So, sind wir jetzt auf einem... Okay, wir sind jetzt auf... Wir fallen zwar eher Richtung Sonne... Aber das hier mit der Umlaufbahn... Wir versuchen jetzt einfach mal dem so ein bisschen zu folgen. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück... Scheiße. Warum hat das jetzt nicht funktioniert?
Wahrscheinlich, weil wir, wie gesagt, nicht auf eine... nicht auf einer Ebene waren. Wir müssen halt Speed zur Sonne im Vergleich aufbauen. Aber nicht weg von der Sonne, sondern nur um die Sonne herum. Also wir müssen so mit der Sonne, aber nicht von der Sonne weg. Nein, nicht von... Ich tue die ganze Zeit zur Sonne hin. Vielleicht müssen wir... vielleicht haben wir zu viel Speed für einen Orbit. Ich glaube, wir haben zu viel Speed für einen Orbit. Ich glaube, wir sind zwar schon im Orbit, aber wir sind einfach zu schnell. So. So, das ist jetzt quasi perfekt. So. Ah Gott. Alter, das ist echt schwierig. Vielleicht funktioniert es so besser. Achso, Moment. Jetzt muss. Ne, jetzt muss ich ja eigentlich nur. So, jetzt fahren wir auf die Sonne quasi drauf zu. Jetzt fallen wir Richtung Sonne. So. So, ja, genau. Nein, warum geht's wieder weg? Hä? Los, Richtung Sonne. Jetzt erstmal kurz Richtung Sonne. Also wir drehen uns auch ein bisschen um die Sonne. Aber... Alter, wir entfernen uns immer weiter von der Sonne. What the fuck? So, ich werde jetzt einfach mal hier Geschwindigkeit anpassen. So. Jetzt nochmal. Jetzt fallen wir Richtung Sonne. Wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier so... so in Orbit kommen. Nein. Genau. 0 Meter, minus 1 Meter, 0 Meter, 1 Meter, minus 1 Meter. Sehr gut. Wir sind mehr oder weniger super um die Sonne in Orbit. Okay. Good enough. Problem ist, wir sind zu weit im Orbit. Wir müssen näher zur Sonne hin. Was heißt, jetzt gibt es hier dieses Proradial und Radikal und was weiß ich. Wir burnen einfach ein bisschen zur Sonne. Ich gehe jetzt mal so auf 3000 Meter oder was runter. Genau, wir deceleraten. Jetzt acceleraten wir wieder. Nein, so hier. Man sieht das halt echt schwierig. Wir sind roundabout richtig. So, wir sind circa 3 Kilometer.
So, jetzt ist die Sache, jetzt müssen wir... Jetzt ist das Problem, dass wir diesen Scheißteil nicht... Wir sind circa 3 Kilometer im Orbit. Jetzt entfernen wir uns wieder circa 3 Kilometer im Orbit. Das ist schon gut so. Jetzt muss nur dieses Teil mal auftauchen, damit wir... Ich muss mich so circa bei 3 Kilometer noch halten. Das Problem ist, wenn die Schrift rot wird, sehe ich halt überhaupt nichts mehr, wenn wir uns von der Sonne wieder wegbewegen. Aber so roundabout 2,9 bis 3, wenn wir das mal so in etwa lassen... Da ist er! Okay, wir gehen in eine Ebene. Nein, falsche Richtung! Ich habe in falsche Richtung geburnt! So, jetzt... Direct Burns, Direct Burns, Direct Burns, Direct Burns, Direct Burns. Wie in Kerbal Space Program. So, du Scheißteil. Wir haben dich gleich. Falsche Richtung! Problem ist halt, wenn ich zu stark falsch burne, dann fliege ich halt in die Sonne rein. Und jetzt bin ich zu weit weggekommen. Ah, fuck it! Ich burne doch die ganze Zeit zur Sonne hin. Warum bin ich auf einmal so weit weg von der Sonne? Alter, wir hatten es fast. Wir hatten es fast. Wir hatten es fast und ich habe es irgendwie verschissen. Und ich weiß nicht genau wie. Alter, warum zur Hölle? Warum zur Hölle bin ich denn so... Warum geht's denn so weit weg? So, wisst ihr was? Wir gehen jetzt auf Kollisionskurs. Wir schießen das Scheißteil einfach aus der Umlaufbahn. Ach, fuck my life. Alter, warum haben wir denn, gehen wir denn so unfassbaren Speed? What the fuck, einfach nur... Ne, wisst ihr was? Wenn wir schon Direct Confrontation Kurs machen... Wenn wir schon Direct Confrontation Kurs machen... Dann machen wir Folgendes. Wir schauen jetzt, in welche Richtung das Teil fliegt und fliegen dann in die andere Richtung. Und machen halt wirklich Direct Confrontation. Es kann natürlich sein, dass wir dabei sterben, aber es kann auch sein, dass wir, wenn wir in die Sonne reinfallen, sterben. So, jetzt ist die Frage, wo ist das Teil? Ich sehe es nicht. Wo ist es denn? Hä? Oh, die Sonne hat's schon geschluckt. Die Sonne wird uns schlucken. Nur so als Info. Weil natürlich, je schwerer die Sonne ist... Okay, einmal try ich das jetzt noch. Und zwar, ich gehe direkt auf Konfrontationskurs. Wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir das mit der Sonne hier sein. Weil das ist so ein bisschen
schwierig, sage ich mal. Und schauen stattdessen auf den bröckligen Krater oder auf den Quantenmond. Oh nee, bröckliger Krater. Oder doch Quantenmond. Quantenmond wäre halt schon nice, oder? Ja, also der Quantenmond ist auf jeden Fall, wäre zumindest, glaube ich, sogar eine Option. So, da ist das Teil und es umkreist in die Richtung. Ho! Flieg fast in den Abraumfelsen rein. So. Jetzt müssen wir einfach nur in die Richtung. So, du Scheißteil. Wir werden dich verpassen, oder? Wir fallen wieder in die Sonne. Damn it! Das ist aber... Also, ich glaube, das ist absichtlich so schwer wahrscheinlich, weil da unfassbar irgendwelche interessanten Informationen drauf sind. Aber weil du halt... Weil die Sonne halt so eine Gravitation hat, dass sie dich fickt mit jeder kleinsten Kleinigkeit. Hey, was wir auch machen können, aber das wird niemals funktionieren bei meinem Geschick, ähnlich wie da drauf zu landen, ist einfach in seiner Umlaufbahn zu warten. Was mehr oder weniger eh nicht so viel anders ist, wie das, was ich hier jetzt will, und zwar den Konfrontationskurs. Das ist ja quasi dasselbe. So. So, da. Andererseits, in der Umlaufbahn zu warten, ist vielleicht dann doch noch sogar mal ein bisschen schwieriger. Let's try. Oh nein, ich will nicht irgendwelche Planeten jetzt hier. So, genau. Nein. So, wir fliegen jetzt einfach entgegengesetzt. So, wir dürfen nicht zu krass gegen die Sonne arbeiten. Ich glaube grundsätzlich zu krass dagegen, also mehr als 100 Meter in eine, entweder... So. Zur Sonne so ein bisschen. Wir müssen näher. Wir machen das jetzt schön gemütlich. Soll der ruhig uns ein, zweimal passieren? Passt schon. Ganz leicht zur Sonne möchte ich. Ganz leicht. Und dann ficken wir das Teil aus dem Leben. Wenn es mir schon solche Probleme bereitet. Okay, next pass. Das ist aber auch nah. Das ist, glaube ich... Hier. So, jetzt aber. Nee, noch eine. Also wir müssen auf 2500 Meter oder so kommen. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. So, und... Nein! Nein, wir entfernen uns. Nicht gut. So, jetzt aber, komm.
Fuck you! Okay, ich glaube, wir haben das Teil weniger aus dem Leben gefickt, als dass wir uns aus dem Leben gefickt haben. Ich glaube, das übersteigt meine Fähigkeiten als Pilot. Aber wenn es im letzten Part von dem Projekt hier passiert, ich will da drauf landen. Es ist in der Theorie so easy. In der Theorie. Und im Kerbal Space Program haben wir das ja 100-mal gemacht. Du musst nur deinen Orbit annähernd dem Orbit machen, den der hat. Vielleicht ein bisschen weiter draußen. Nicht weiter drin, aber ein bisschen weiter draußen. Den Orbit so schön haben. Und dann burnst du ganz leicht zur Sonne, bis du auf seinem Orbit bist. Und dann burnst du wieder ein bisschen weg, dann wieder ein bisschen hin, bis du perfekt, also, aber du bleibst immer außerhalb seines Orbits, bis er durch die Geschwindigkeit aufgeholt hat. Also ich weiß, wie es theoretisch funktioniert, aber, komm, last try. Last try. Und die Folge wird dann halt nur aus dem bestehen, aber ich will es jetzt nochmal versuchen. So. Hier von der Orientation her ist das, glaube ich, so ziemlich perfekt. Das Problem ist, ich glaube, hier anpassen der Geschwindigkeit wird bei der Sonne auch nur bedingt funktionieren, weil wir ja hauptsächlich auch in der Umlaufbahn wollen und Anpassung der Geschwindigkeit hilft halt bei der Umlaufbahn nicht so wirklich. So, idealerweise sind wir jetzt schon auf einem guten Weg. Ich muss das halt... Wir sind zu weit draußen. Aber macht nichts. Wir können uns ja einmal von dem überholen lassen. Wir sind zu weit außen in der Umlaufbahn. Aber genau deswegen spiele ich solche Spiele. Einfach um sowas auszutesten. So, wir kommen näher. Wie gesagt, der ist ja so auf 2500 roundabout. Ich darf mich halt nur nicht von dem Sog der Sonne, der akustisch halt hauptsächlich passiert, zu sehr abschrecken lassen, mehr oder weniger. So. Wir können ruhig noch ein bisschen hier in dem 3000 Meter Bereich chillen, solange wir den nicht sehen. Und sobald der da am Horizont kommt, müssen wir rein. Meine Idee ist, die mich wahrscheinlich garantiert töten wird. Aber theoretisch könnte ich einfach versuchen auszusteigen und versuchen, den per Raumschiff, also per Landeanzug, einfach nur zu erreichen. Obwohl das so in der Nähe der Sonne wahrscheinlich nicht das Sinnvollste ist. So, wir müssen nochmal ein bisschen weg. Kommt der eigentlich nochmal? Oh ja, da kommt er. Jetzt schön reinburnen. Schön reinburnen. Nein! Reinburnen! Ha, was war das? Alter, wir burnen voll rein und trotzdem... Okay. Wir lassen uns nochmal überholen. So, wir lassen uns nochmal überholen.
Aber wir dürfen halt die Geschwindigkeit auch nicht ganz verlieren. Ihr seht ja eh an links unten an dem Kreuz, wie ich so in etwa... Das Problem ist, wir können uns halt schlecht von der Rollung irgendwie ausrichten. Das ist, finde ich, ist so ein großes Problem, dass wir uns um drei Dimensionen kümmern müssen. So. Ich glaube, höhere Vertikalgeschwindigkeit ohne komplett zu dingsen wird nicht wirklich möglich sein. So, der wird wahrscheinlich gleich wieder kommen. Da kommt er. So, jetzt müssen wir rein. Jetzt keine Scheu. Jetzt rein. Nein! Rein! Rein! Keine Scheu! Ich sehe dir, es geht eh, wird weniger. Jetzt müssen wir innerhalb seines Orbits sein. So. Letzte Kurskorrektur. Wir sind quasi orbital. Wir sind quasi orbital. Landung. Landung. Okay, wir sind nicht wirklich gelandet. Der hat wahrscheinlich zu wenig Gravity, dass wir auf dem wirklich landen können. Ich wette, wenn wir aussteigen, sind wir tot. Aber wir sind drauf. Hat das ein Signal? Nein. Moment, theoretisch, wegen der Sonne, weil die uns ja anzieht. Okay, wir müssen dort rüber. Okay, jetzt nur nicht irgendwelche Dummheiten machen. Das Problem ist, ich kann mich jetzt nicht abschnallen. Hä? Ich konnte da irgendwas... auswählen. Habt ihr das auch gerade gesehen? Geschwindigkeit anpassen! Ich spam Geschwindigkeit anpassen jetzt in alle Eternity immer ein bisschen näher. Geschwindigkeit anpassen, Geschwindigkeit anpassen, Geschwindigkeit anpassen, Geschwindigkeit anpassen. Nein, nein, Geschwindigkeit anpassen. Schön die Geschwindigkeit anpassen. Immer die Geschwindigkeit anpassen. Wir können nun hier garantiert nicht aussteigen. Ich werde es aber versuchen. Ich muss es versuchen. Wir sterben garantiert instant.
Ich muss da rein. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Mission. Aus wissenschaftlichen Gründen müssen wir die Sonne explodieren lassen. Können wir das nicht ändern? Ich mag es nicht, vor dem Hintergrund einer solchen morbiden Missionsaussage zu arbeiten. Aber es bringt auf den Punkt, wir werden eine Supernova für den wissenschaftlichen Fortschritt erschaffen. Das ist unsere Mission. Unsere Mission ist es zu entscheiden, ob eine solche unverantwortliche Tat überhaupt möglich ist. Wäre es damit Missionuntersuchung der Möglichkeit, eine Explosion der Sonne herbeizuführen? Das ist kein Sinn für Humor. Zumindest habe ich einen Sinn für Ethik. Bitte explodiere du nicht vor der Sonne, Idea. Das heißt, die hier... Voraussichtliche Zeit zur Zerstörung der Station durch explodierenden Stern. Oh, das updated. Voraussichtliche Zeit zum Tod des Sterns, 12 Minuten. Was steht hier? Der Stern hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Die Phase als roter Riese beginnt. Achtung, Evakuierung der Sonnenstation. Hier könnte man das einsetzen von Dings. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hin. 20 Sekunden. Hier kann man das einsetzen aus unserer Basis. Oder kann man irgendwas anderes hier einsetzen? 9 Sekunden. Wir müssen hier nochmal hin. Und bye bye. Holy fuck. Ich hab gesagt, es lohnt sich so, da drauf zu landen. Wir müssen da nochmal hin. Und wir müssen da hin. Wir müssen da auf jeden Fall hin mit dem... Mit dem Stein. Leck mich am Arsch. Okay. Die 30 Minuten, die ich nur herumgepfuscht habe, waren so worth it. So verdammt worth it. Das war, glaube ich, gerade das Geilste, was wir bis jetzt entdeckt haben. Dass diese Sonnenstation, der Nomai... tatsächlich was beinhaltet. Und wir haben hier nur eine Seite gesehen. Wir haben garantiert noch nicht alles dort gesehen. Und wir brauchen auf jeden Fall hier die Scherbe hier aus dem Ding. Aus dem, nicht aus dem Observatorium, hier aus dem, aus der Erd, also der hier von Holzkamin, von der Basis. Von der Nomai. Auf jeden Fall. Das müssen wir sofort instant grabben und dann sofort zur Sonnenstation. Und das muss einigermaßen funktionieren mit dem... Aber holy heck. Also ich weiß auf jeden Fall, was wir nächstes Mal noch ein paar Mal machen werden. Und zwar wahrscheinlich an der Sonne verrecken. Weil ich will das noch mir weiter anschauen. Ich bin jetzt richtig hype. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Outer Wilds. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.